Auch auf der arabischen Halbinsel gibt es parallel zu Europa eine Wanderungsbewegung, und zwar vom Süden, vom Jemen nach Norden. In der Spätantike existierten zwei arabische Fürstentümer im Vorderen Orient. Eines der Lachmiden mit Hira im Zweistromland als Residenz und eines der Ghassaniden in Syrien und Jordanien. Beide gelten als jemische Araber bzw. Südaraber. Kurz vor 328 unterstellten sich die Lachmiden der Oberhoheit des Römischen Reichs. Vorher waren sie mit den Sassaniden in Persien verbunden, deren Vasallen sie im 5. und 6. Jahrhundert wieder werden. Von Hira aus kontrollierten sie die arabische Halbinsel. Die weiterhin nach Norden wandernden arabischen Stämme kamen in Konflikt mit Byzanz. 531 schickte Kaiser Justinian einen Gesandten nach Äthiopien, das seine Herrschaft daraufhin über den Jemen ausdehnte. Die Herrschaft währte nur kurz, aber nicht alle kehrten zurück. Um 575 schickten schließlich die Sassaniden ein Heer in den Jemen. Die Nachkommen dieser Soldaten spielen für die islamische Geschichte eine bedeutende Rolle, da sie sich schnell zu Mohammed bekannten. Bis weit in das 6. Jahrhundert hinein war die arabische Halbinsel auch in den Zweikampf zwischen Persern und Byzantinern einbezogen. 561 kommt es zu einem Friedensvertrag, der den Vasallenstaat der Lachmiden und Ghassaniden jegliche eigenmächtige militärische Aktion untersagte. Im Vertrag wird auch der Schmuggel eingedämmt. Die Kaufleute sollten die offiziellen Grenzstationen nutzen. Das weist darauf hin, dass sich der Warenstrom durch den anhaltenden Konflikt vom Zweistromland nach Süden an den Westrand der arabischen Halbinsel verschoben hatte. Damit begann der Aufstieg Mekkas.